Ja, guten Morgen YouTube. Hinter uns aktuell GLC 63S. Ihr habt schon ein kleines Video gesehen von dem Fahrzeug. Er ist, wie ihr wisst, nicht da zu einer Leistungssteigerung, sondern es hat ein paar kleine Gimmicks gegeben. Es hat andere Bremsleitungen gegeben, weil das Fahrzeug bei höherer Geschwindigkeit beim Bremsen ein bisschen nachlässt, sage ich mal ganz vorsichtig. Da hoffen wir jetzt, dass wir mit den Stahlflex und mit der anderen Bremsflüssigkeit, die verbaut worden ist oder gewechselt worden ist, ein bisschen Abhilfe schaffen konnten. Und ja, da sind wir gespannt. Ich möchte mal ein paar Sachen oder ein paar Fakten zum Fahrzeug loswerden. Natürlich bieten wir für dieses Auto auch Tuning an. Natürlich bieten wir für dieses Auto auch eine Software an. Ja, der Motor leistet 510 PS und 700 Newtonmeter im Serienzustand. Allein nur mit Stage 1 haltbar knapp 600 PS und 800 Newtonmeter. Natürlich hat man hier auch wieder die Option durch Hardware, sei es Turbolader, sei es irgendwelche Kleinigkeiten an der Abgasanlage, Catalyst Kit und oder Downpipes mit EWG mit Zulassung zu verbauen, um noch mehr Leistung zu generieren. Aber da wollen wir das gar nicht grob weiter hinaus. In diesem Fahrzeug ist der M177 DE40 AL verbaut. M177 als Motorbezeichnung, DE steht für Direkteinspritzer, 40 für den Hubraum, in dem Fall 4 Liter, ganz genau sind es 3992 Kubik, und AL steht mehr oder minder für Abgasturbolader und Ladeluftkühlung. Das ist einfach die interne Bezeichnung, muss aber keinen weiter interessieren. Der S ist bei 280 abgeriegelt, wenn er das Drivers Package hat. Der normale bei 270, offiziell, wenn man es nicht bucht, ganz normal bei 250. Und der S beschleunigt 0 auf 100 in 3,8, also das sind schon atemberaubende Werte. Ab Juli 18 hält das Fahrzeug auch die neue Abgasnorm ein, das heißt, da haben sie noch an der Auspuffanlage was geändert. Ab da ist das Fahrzeug Euro 6D Temp. Das wird das sein, was jetzt gerade ist, das, was jetzt gerade der aktuelle Prüfzyklus bzw. der aktuelle Stand ist, was ein Fahrzeug erfüllen muss, um hier problemlos auf deutschen Straßen fahren zu dürfen. Über das Thema könnte man ein eigenes Video machen. Regen wir uns lieber nicht auf, reden wir auch nicht groß drüber. Geben wir mal ab, kurz nach hinten, machen wir ein kleines Soundfile vom Fahrzeug. Wie schon gesagt, der Motor ist noch kalt, deswegen werde ich nur im Kaltstart für euch kurz laufen lassen. Und nachher, wenn wir soweit fertig sind und das Fahrzeug dann auf Temperatur ist, dann können wir auch noch kurz zwei, drei Gasstößchen geben, dass ihr das mal hört. Ich finde die Abgasanlage in dem Fall mit einer schaltbaren Klappe hier doch relativ gut. Ja, sie ist jetzt zwar nicht ganz so laut, wie man es von früher kennt in meinen Augen, also von den 6,3 Litern, von den richtigen 6,3 Liter und, aber das kann man auch nicht mehr vergleichen, weil natürlich hier auch gerade diese Thematik mit eine Rolle reinspielt, dass man von ganz oben, vom Gesetzesgeber her und so weiter, das in diesem Maße nicht mehr möchte. Man versucht es ja vehement zu verbieten oder Gesetze rauszubringen, um das zu untersagen. Ich finde dennoch, dass AMG es relativ gut hingekriegt hat. Noch, da gibt es andere Fahrzeuge, die sind deutlich leiser. Jetzt geht man kurz ab nach hinten. Bis gleich. Ja, ich hoffe, hat euch
gefallen. War jetzt nur ein kurzes Soundfile vom Kaltstart. Zum Thema Hubraum muss ich mich kurz korrigieren. Wir haben 3982 Kubik und nicht 3992 Kubik. Zum Thema Software-Datenstand, ich habe es vorher schon erwähnt, Stufe 1 liegen wir bei knapp 600 PS und knapp 800 Newtonmeter. Die liegt inklusive Prüfstand, Ein- und Ausgangsmessung bei 1499 Euro. Das heißt, wir machen das Fahrzeug auf dem Prüfstand fest, wir machen eine Eingangsmessung, schauen, was hat das Fahrzeug, leistet das Fahrzeug schon mehr. Wir passen den Datenstand an auf dem Prüfstand, machen dann eine fertige Ausgangsmessung und dann habt ihr den Nachweis, was Serie schon da ist, ist schon mehr da, Streuler schon nach oben, was aus Erfahrung so ist. Die 4 Liter in der C-Klasse, im GLC und so weiter, die streuen definitiv ein Stück nach oben. Im Schnitt so 15, 20, 25 PS und 20, 30 Newtonmeter. Von dem her könnt ihr euch freuen, nehmt es mit. Kommt natürlich hintenrum auch euch wieder zugute, wenn ihr da eine Software macht, einen Datenstand anpassen lasst, ist es einfach so, dass wenn ein Fahrzeug schon gut im Futter steht, ihr natürlich die Leistung soweit mitnimmt und dann habt ihr auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, wie wenn ihr jetzt ein Fahrzeug habt, das die Leistung zum Beispiel gar nicht hat oder nach unten streut, sei es die alten V8 M3, sei es W204 C63, R8, 4,2 Liter, sind alles so Autos, die meistens ein bisschen nach unten streuen, wo man einfach sagt, okay, jetzt gebe ich so viel Geld aus. Gut, jetzt gebraucht kosten sie natürlich nicht mehr so viel, aber da denkt man sich halt natürlich, überlegt man, Neupreis über 100.000 und dann hat man nicht mal die Leistung, die der Hersteller angibt. Aber dahingestellt, das ist gesetzlich zulässig, es gibt eine Regelung, die ein Streuen nach unten und nach oben in einem gewissen Prozentsatz zulässt. Jo. Jetzt würde ich sagen, in der Zwischenzeit lassen wir den mal kurz warm laufen, gucken den Rest. Wir haben an den Bremsschläuchen gearbeitet und haben die Bremse entlüftet mit einer neuen Bremsflüssigkeit, in dem Fall einer, die ein bisschen mehr Temperatur aushält. Sind wir gespannt, was rauskommt. Ich würde jetzt sagen, wir lassen kurz warm laufen und dann gehen wir noch mal kurz ab nach hinten. Machen wir noch zwei, drei Gasstößchen für euch und danach sehen wir uns dann erst wieder im nächsten Video. Bis bald, euer Kevin, ciao.